Live aus Wiesbaden, Schoki Banoki Late Night. Heute mit den Moderatoren, die die Chefs im Kindergarten waren. Christian und Sascha. Hier kommt Schoki Banoki Late Night. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Schoki Banoki. Schoki Banoki aus den Studios von Radio Rheinwelle in Wiesbaden. Am Mikrofon ist der Christian und draußen in den Weiten irgendwo dieser Welt ist unser Sascha. Gute Sascha. Hallo Christian, Mensch, was machst du denn da? Ja, das freut mich auch gerade. Irgendwie ja, so mit der Technik hier bin ich heute so ein Technik-Legastheniker. Genau. Ich hätte fast gesagt, wir haben heute einen Studiogast, aber eigentlich ist es ein Autogast, weil ich sitze gerade im Auto mit Ole ohne Kohle. Guten Abend. Gute Ole. Ja, ich bin ja gerade in Berlin und wir haben uns hier spontan zusammengefunden, weil wir gesagt haben, Mensch, Schoki Banoki und Ole ohne Kohle, das passt wie Arsch auf Eimer. Ja, passt, genau unser Motto. Ja, aber du hast gesagt, dass du den Ole noch ein paar Fragen stellen wolltest, weil du brennend interessiert bist, was er so macht. Richtig, 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 richtig. Da muss der Ole nachher durch, ja? Ja, natürlich. Ole, ja, da werde ich dich löchern, ja, und der Sascha bestimmt auch. Und jetzt starten wir erstmal mal so ein bisschen mit Musik. Ach so, jetzt willst du Musik schon machen, alles gut. Ja. Was hast du ausgesucht, Schönes? Sascha, das Konzept ist seit Jahren das gleiche. Wir machen Musik am Anfang. Käse, ja? Jetzt Konzept dasselbe. Wir hier mit, also Mann. Was hast du ausgesucht? Die Toten Hosen. Passt ja auch irgendwie zu dir. Also ich wäre für Nudelputzen. Nudelputzen, ja. Hast du auch, du kannst mir die Nudelputzen vom Ole? Hast du nicht da, ne? Ah, warte mal. Ach nee, die ist im anderen Rucksack. Einmal mit Profis arbeiten, das wäre schön. Ja, ja, ja. Dann mach halt, die toten Hosen, mein Gott. Mach ich auch. Ja, bis gleich. Tschö. Hallo und Gute zu einer neuen Ausgabe von Schoki Banoki. Hier aus den Studios von Radio Rheinwelle. Draußen in der Welt sind der Sascha und der Ole und ich hier im Studio für euch. Und ich schicke mal einen guten Tag, Ole, guten Tag, Sascha, raus. Guten Abend heißt es ja eigentlich. Ja, Tag. Christian. Guten Abend. Ja, Tag. Guten Abend. Wo treibt ihr zwei euch denn rum? Ja, wir sind in Berlin. Weißt du, wo wir sind? Kreuzberg, genau. In Kreuzberg, Berlin und haben gerade eben noch bei Curry 36 was gefuttert. Es war richtig zappi, richtig gut. Und jetzt haben wir uns gedacht, setzen wir uns ins Auto und machen ein bisschen Radio. Das ist gut. Ja. Ast rein. Ja. Wir haben heute Abend den Ole am Start. Ole ohne Kohle. Ole, nennt man dich nur Ole oder muss man mir den ganzen Namen sagen? Kannst du da aussuchen. Boah, das wird mir aber heute Abend zu anstrengend, wenn ich die ganze Zeit ohne ja, Kohle sage. Du darfst Christian keine Entscheidung irgendwie offerieren, weil der Christian ist dann der ist fast so ein Autist dann in dem Moment. Der krasse dann komplett durch. Okay, pass auf. Dann nenn mich König Ole ohne Kohle. Ihr zwei, ihr seid echt witzig, ja? Also, man könnte gerade meinen, ihr könnt mal ins Radio kommen, ne? So witzig seid ihr. Ja, wir würden mal unbedingt mit dir, Christian, eine Radiosendung machen. Warte mal, ich kratze mich kurz an der Nase. Ja. Mit dem Mittelfinger. Ole, was machst du in Berlin, Ole? In Berlin wohne ich. Was hat denn den Ole, weil wenn ich richtig recherchiert habe, weil ich bereite mich im Gegensatz zu Sascha auf Sendungen vor, ne? Ja. Ich bereite mich wirklich vor. Du kommst hier ursprünglich aus dem wunderschönen, oft kopierten, nie erreichten Lüdenscheid. Ja, absolut richtig. So, jetzt wohnst du da, wo andere Urlaub machen, in Lüdenscheid, ja? Nein, und auf einmal sagst du, ich gehe nach Berlin. Was hat dich bewogen? Das wunderschöne, ist das noch Siegerland? Nee, das ist schon Sauerland, ne? Sauerland, ja. Danke, genau. Ja. Das schöne Sauerland zu verlassen und in diese hässliche Großstadt zu gehen. Kurz und knapp gesagt, das wirst du alles in meinem Buch nachlesen können. In deinem Buch? Okay. Ja, aber der Christian liest ja eigentlich relativ selten, weißt du? Okay. Der liest so Telefonbücher mal irgendwie so eine Zeit und das war's. Das ich lasse mir gern vom Sascha vorlesen. Ja, okay. Ich lese immer den Christian vor, genau. Okay, pass auf. Ich hatte damals ein Jobangebot für eine TV-Produktion und das habe ich dann auch angenommen. Und deswegen bin ich raus aus Lüdenscheid. Noch kurzer, noch knapper. Was soll ich denn anders sagen? Das sind die Fakten. Aber du kennst doch Lüdenscheid, Christian. Ich kenne Lüdenscheid, ja. Lüdenscheid Nord ist doch dein Lieblingsverein. Das sagen immer die aus Herne West, sagen das, ja. Ja, genau. Ja. Aber hier Ole ist ja auch BVB-Fan, nebenbei.
Ja, siehst du, Sascha, da haben wir gleich schon mal, das finde ich mal gut, dass du jemand gut mit in die Sendung gebracht hast. Normalerweise schleppst du uns ja immer so komische Leute an, ja. Das hast du mal mit Ole jemand gescheit mitgebracht, ja. Ja, genau. Direkt Sympathiepunkte. Richtig. Ole Sympathiepunkte. Ganz den ziehe ich einfach beim Sascha ab, den Sympathiepunkt. Kein Thema. Der Ole ist damals nach Berlin gegangen, weil er für Berlin Tag und Nacht ein Jobangebot bekommen hatte. Genau. Und da hast du wie lange gespielt? 6,5 Jahre. 6,5 Jahre, Christian. Das ist so lange, wie du. Da hast du vor 6,5 Jahren. Wie lange ist es her? 2018. Oder? Achso, ich dachte, wann ich aufgehört habe. Nein, wie lange ist es her? Wie lange ist es her, wann er angefangen hat? April 2011. 2011, Christian, da hast du das erste Mal Sex gehabt. Hammer, oder? Oh Gott, das wird heute ein ganz anstrengender Tag, merke ich gerade. Echt, das wird ein echt anstrengender Tag heute, Wieso? Ole. Wieso? Stimmt ja. Doch. Weil es ein Paar ist. Wie alt sind denn deine Kinder? Deine Kinder sind doch schon, sind doch noch nicht so alt, oder? Die sind 2012 geboren, ja. 2012, ja. Siehst du? Dann deswegen war 2011 eigentlich. Passt. Ja, super. Ein Schuss, ein Treffer. Ja, ja. Ja. Siehst du, doppelt, ne? Ja, genau. Und dann auch doppelt, genau. Und doppelt. Alles richtig gemacht. Ja. Alles für die Rente, ne? Ja. Alles für die Rente getan. Ich mach was für euch, ne? Damit ihr zwei abgefuckt hier unten im Auto sitzen könnt. Ich zeig mal da, wo das Bild ist. Ja, ne? Vielen Dank. Ja, genau. Aber das ist ja nicht das Ende der Geschichte. Ole hat ja noch viel mehr zu bieten. Also das heißt, wir haben Berlin Tag und Nacht, haben wir 6,5 Jahre gemacht. Genau. Als Figur Ole ohne Kohle. Und in dem Moment, als er da rausgegangen ist aus der Serie, hat er ja vorher schon angefangen zu singen. Alter! Ich war ja mit ihm bei einem Auftritt schon gewesen. Die Leute gehen ja ab wie Schmitz Katze. Manchmal, aber auch nicht immer. Nee, nicht immer. Aber da, wo ich dabei war, auf jeden Fall. Hat bestimmt an mir gelegen, oder? Wahrscheinlich. An deinem guten Aussehen. Ja. Oh, ich brech gleich. Oh. Sag mal, Schoki, mal ganz kurz. Findest du, der Sascha hat Ähnlichkeit mit Miroslav Klose? So ein bisschen? Außer, dass Sascha ein bisschen pummeliger ist? Rein die Frisur. Nur die Frisur? Fußballerisches Können wollen wir gar nicht erst drauf eingehen, weil der Dicke muss immer ins Tor oder kriegt auf die Zehen, ja? Und Sascha war im Tor. Ich hab. Was, Torwart? Natürlich war ich Torwart. Der musste am wenigsten laufen, ne? Nee, der musste nicht am wenigsten laufen, der musste am meisten Talent haben. Ole, du kennst doch den Spruch, Torhüter links außen am einen Klatsche. Da blieben nur zwei Positionen für den Sascha übrig. Ja. Links außen hatte ich nichts am Hut. Links außen hatte ich nichts am Hut, also musste ich Torwart werden. Ja. Nee, also als Stürmer wollte ich ja nie sein. Miroslav Klose ist ja Stürmer. Ja. Aber als Torwart brauchst du einfach mehr Talent. Du musst mit den Füßen und mit den Händen was. Und du musst auch noch Köpfchen zeigen, weil du musst ja die Abwehr dirigieren, verstehst du? Ja, das stimmt. So viel. Und das Training als Torwart ist härter als Spieler. Also kannst du auch Saltos wie Miroslav Klose? Natürlich nicht. Ja, ich würde sagen, ob der Ole auch Salto schlagen kann oder mit wem Ole Ähnlichkeit hat, das besprechen wir nach der nächsten Musikpause, würde ich sagen. Bravo, machen wir. Alles klar, machen wir. Bis gleich. Ciao. Hallo und Gude hier bei Schoki Banoki. Am Mikrofon im Studio der Christian und draußen in der Welt der Sascha und der Ole. Gude. Servus. Hallo. Ja, wir haben darüber geredet, mit wem Ole Ähnlichkeit hat und mir will keiner so richtig einfallen, außer der junge Otto. Was ist denn der junge Otto? Der Junge? Ich kenne nur den flotten Otto. Der flotte Otto ist was anderes. Flotte Otto ist Durchfall. Das ist der einzige, den ich kenne. Ole hat also Durchfall, Ähnlichkeit mit Durchfall. Nein. Ja, so habe ich das auch verstanden. Nein, warum beleidigst du mich denn? Der junge Otto Walkes, kennst du nicht? Ach so, nee, ich hätte jetzt eher gesagt, mit Adonis habe ich Ähnlichkeit. Adonis, eher mit Hera Lind. Ja, ist Hera Lind. Hera Lind ist eigentlich so, die ist ja ein bisschen maskulin. Deswegen, kennst du nicht die Autorin Hera Lind? Nee. Alter, du kennst ja keinen. Also du kennst doch nicht mal Humphrey Bogart, dann kennst du irgendwann mal über Humphrey Bogart irgendwann mal gesprochen. Okay, okay. Hera Lind ist eine Autorin, die hat das Supervibe geschrieben. Supervibe? Wie heißt die Schauspielerin bei Supervibe, Christian? Monika Ferres. Veronika, nicht Monika. Veronika, Entschuldigung, nicht Monika. Veronika, Entschuldigung. Genau, Veronika Ferres, die hat das Superweib gespielt. Kennst du, ne? Genau. Veronika Ferres kann ich. Genau, und die hat Superweib gespielt und Hera Lind war die Autorin des Buches. So, jetzt haben wir es mal geklärt. Apropos kennen. Wo hatten sich eigentlich der Sascha und der Ole kennengelernt, bevor sie jetzt zusammen im Auto sitzen? Also, auf Mallorca. Ja, wir haben uns auf Mallorca kennengelernt, Christian. Das klingt super, ja. Und das war so. Ich war mit dem Tobi von Kreisliga Fußball das Bier gewinnt, war ich dort auf diesem
Ding da kann ich mich dran erinnern, dass du da mit Tobi hingeflogen bist. Der war ja auch schon mal bei uns zu Gast und dann habe ich mit ihm da sozusagen eine Mallorca-Tour gemacht und irgendwann hieß es, hier, Ole, der kommt noch dazu. Hat kein Zimmer, wurde storniert. Der Tobi sagte, er hat ein Telefon, so, ja, komm einfach vorbei, kriegen wir hin. Ich so, was denn? Ja, der Ole, der hat kein Zimmer. Wer ist denn Ole, habe ich gesagt. Wer ist denn Ole, habe ich dann gesagt. Und er so, ja, das ist hier irgendwie so ein Kollege. Alles klar. Ole fährt, waren gerade im Wasser, kommen raus, ne? Eigentlich alles ganz entspannt, bis dahin. Ole kommt mit dem Taxi angefahren und hält in Höhe von uns an, weil wir gesagt haben, hier, Ballermann 3 oder irgend sowas, da war er. Genau. Hält an am Taxi, steigt aus mit seinem Köfferchen. Auf einmal war die Hölle los da. Also die Leute sind alle von allen Seiten gekommen, mal hier, Ole, Foto, Selfie, Foto, Ole. Ich so, zum Teufel, was ist denn jetzt los? So. Es war wirklich so, kein Scheiß. Ja. Okay, Und dann war es halt so, dass er irgendwann gesagt hat, komm, hier gerade stressig und sowas, lass uns mal irgendwie Richtung Hotel gehen. Ich habe kein Zimmer, das Booking-Firma hat irgendwie Scheiße gebaut, bla bla, ich muss irgendwie mal duschen und so, bla bla. Nee, das habe ich nicht gesagt, dass die Booking-Firma Scheiße gebaut hat. Das Hotel hat Scheiße gebaut. Achso, das Hotel hat Scheiße gebaut. Das Hotel hat einfach das Zimmer studiert. Ja, okay. Also das Hotel hat irgendwie was falsch gebucht und deswegen war kein Zimmer da. Okay. So. Und dann sind wir Richtung Hotel gelaufen, das waren so 400 Meter und sowas. Und während dieser 400 Meter kamen die von überall und wollten Foto machen. Und ich war echt verwundert, wie ruhig und entspannt Ole geblieben ist. Ich wäre schon längst ausgerastet. Ehrlich. Du bist doch so ein ruhiger Typ, Sascha. Ja, ich bin eigentlich so ein ruhiger Typ, genau. Ja. Und dann ist Ole halt ins Zimmer rein vorgegangen, weil wir mussten ja an der Rezeption irgendwie vorbeikommen. Ja, stimmt. Und dann habe ich seinen Koffer genommen und er hat so getan, als wenn er mit Tobi bei mir im Zimmer wäre und ich bin dann mit diesem Koffer einfach so an der Rezeption vorbei und hab so getan, als ob ich telefoniere, so. Ja. Und in dem Moment bin ich einfach durch und das war's. So. Oben im Zimmer haben wir erstmal gequatscht und so und hab ich gesagt, sag mal, wer bist du denn überhaupt? Da hab ich dann irgendwie zu ihm gesagt. Und dann hat er gesagt, ja, hier das und das Fernsehen. Und ich so, ach so, alles klar, kannte ich nicht und ja gut, wunderbar. Dann sagt der Ole, ich muss mal duschen gehen. Also ja, klar. Geh, da ist die Dusche, weißt du, wie es geht? Seife muss ich ja nicht halten, ist ja kein Problem. So. Und dann ist er duschen gegangen, kommt raus, zieht sich an und dann haben wir so geredet. Ich hatte noch die Badehose an, vom Meer, ne? Das war keine Badehose. Meine, ich? Ja, das war auch keine Badehose. Ich hatte eine Badehose an. Okay. Ich hatte eine Badehose an. So. Erzähl ruhig weiter, ich bin gespannt, wie du Blitzebogen hier. Jetzt wird es erst interessant. Halt mal hier, pass mal auf, guck mal. So, jetzt wird es interessant, Pal, weil ich lieg da auf meinem Bettchen, nur noch spiele mit meinem Handy rum so und dann kommt der Ole raus und dann ist der Tobi unter die Dusche gegangen. Ole ist dann halt auf dem Balkon, hat dann halt eine geknorzt dann irgendwie, also geraucht dann und dann Tobi auch mal irgendwie rausgegangen und dann bin ich unter die Dusche gegangen. Komm unter der Dusche hervor und ich weiß genau, ich hatte drei Hosen dabei. Irgendwie haben wir sowohl meine Badehose, wir werden also eine Sporthose und so eine Dreiviertelhose so hier mit den seitlichen Taschen. Ihr wart kurz weg, Entschuldigung, aber ich habe den Hörern gerade gesagt, du warst kurz weg, aber du kamst unter der Dusche heraus. Ja, genau. Ich kam unter der Dusche heraus und dann ich wusste genau, ich hatte drei Hosen. Meine Badehose, meine Sporthose, so eine Jogginghose und dann halt eine Hose, diese Dreiviertel, so mit den Taschen da. Das waren jetzt vier, oder? Das waren drei, so, jedenfalls. Jedenfalls. Er hat doch gerade vier aufgezählt, oder? Die Badehose, die Sporthose und die Dreiviertelhose. Ich habe drei Viertel, ist nicht zweieinhalb. Ja, und deine Boxershorts, vier. Das ist ja keine Hose, das ist eine Unterhose in meiner Welt. Ja, und was kommt denn im Wort Unterhose drin vor? Hose. Jetzt will er mich verarschen. Ja. So, auf jeden Fall, diese drei Hosen wusste ich, habe sie damit dabei, weil ich hatte ja nur einen Rucksack dabei. Ich habe ja nicht irgendwie viel für das Wochenende dabei gehabt. Alles klar. So, ich komme aus der Dusche raus. Wo ist meine Hose? Wo ist denn meine scheiß Hose? Badehose ist da, Sporthose ist da. Wo ist denn meine Hose? Alles, die ganze Zimmer auf den Kopf gestellt, komplett. Er und Tobi auf dem Balkon gesessen und haben halt da eine geknorzt und haben da sich unterhalten und so. Und ich dachte, wo ist denn meine Hose? Bin ich bescheuert? Meine Hose, wo ist die denn? Ja, und dann habe ich irgendwann gesagt, cool, ich habe ja sogar noch Fisherman's Friend. Ja, ich habe ja noch Fisherman's Friend, sagt er zu mir. Und ich so, Moment mal. Guck ich ihn an. Alter,
du hast doch meine Hose. Dann sagt er, nee, das ist meine Hose. Sag ich, das ist meine Hose. Sag er, nee, das ist meine Hose. Ich so, da habe ich in die Cargohose seitlich reingegriffen, habe dann die Rechnung vom Taxi rausgeholt, das ich bezahlt hatte am Morgen. Mhm. Sag, das ist doch hier, das ist doch meine Hose. Also, ach so, ja, scheiße, ist ja deine Hose. Mittlerweile, das Ding schon komplett zugeschwitzt von oben bis unten. Das war so ekelhaft. Und ich hatte aber keine andere Hose dabei, keine Waschmaschine natürlich. Ja klar, passt ja in den Rucksack nicht rein, so eine Waschmaschine. Ja. Und dann sind wir nochmal los und dann hat der Nudelputzen gesungen. Und so. Genau, und dann ging es auch noch weiter. Dann haben wir Nudeln gekauft, also Schwimmnudeln. Mhm. Wir haben, der Tobi und ich haben Sascha keine 10 Sekunden aus den Augen gelassen. Auf einmal war der weg. Nee! Ich war nicht weg. Du warst weg? Ich habe mich mit Leuten unterhalten und ihr seid weitergelaufen. Nein, du warst einfach weg. Ich habe da so Engländer irgendwie angequatscht, ne? So, habe mit denen irgendwie geredet und dann sagen die zu mir, wir müssen mal Nudeln kaufen gehen. Ich denke so, warum Nudeln kaufen? Wir haben doch gegessen. Was wollt ihr denn mit Nudeln? Geht in den Supermarkt rein, um Nudeln zu kaufen. Ich denke, was wollt ihr denn mit Nudeln? Wo willst du denn die Nudeln machen? Wenn du Nudeln kaufst, musst du ja irgendwo kochen. Bringt doch gar nichts, so harte Nudeln. Bringt ja überhaupt nichts, kannst du nicht fressen. Verstehst du, Christian? Ich bin voll bei euch, ja. Ich bin so fasziniert von der Geschichte. Und dann kommt der, da waren sie erstmal weg, da habe ich erstmal telefoniert, hab gedacht, das gibt's doch, wo sind der? Irgendwann habe ich ihn dann wiedergefunden. Da hat er dann diese Schwimmnudeln da im Arm. Mhm. Und ich denke so, ach so, die Nudeln meint er. Ich dachte, er wollte sich irgendwie so Tortelloni oder Cannelloni oder Fusilli. Zucchini, was? Zucchini? Fusilli. Fusilli, ja, Fusilli, genau. Wollte sich kaufen. Nein. Aber nee, Schwimmnudeln. Für den Auftritt am Abend natürlich. Genau. Und was? Ganz viele Nudeln geputzt. Genau, und da wurden Nudeln geputzt. Und was es damit auf sich hat, machen wir nochmal eine kleine Unterbrechung. Ja, genau, nach der Musik hören wir das. Genau. Alles klar. Bis gleich. Ja, wir sind gleich. Hallo und willkommen bei Schoki Banoki hier aus den Studios von Radio Rheinwelle. Draußen in den weiten Welten sind der Sascha und der Ole und ich bin hier im Studio und Ole, du hattest jetzt noch irgendwas vor. Ja, genau. Und zwar, ich würde gerne ein paar Leute grüßen, weil ich bin parallel während dieses Gesprächs hier von uns dreien, bin ich am Streamen im Internet und ich würde gerne einmal die liebe Julie grüßen, den Ramon, den Rico, den Maigel, den Daniel, wen habe ich noch vergessen? Den Nathan, Gordon natürlich. Den Gordon. Danny, die Julie hatte ich schon. Michael, den Dennis. Den Mantorok. Die Chrissy habe ich schon gegrüßt. Mr. Polanski am Start. Den Bernd möchte ich grüßen. Michael habe ich schon gegrüßt. Alter. Und alle, die dazugehören, ich bin euch wirklich dankbar. Michael, Lilly. Jetzt halt die Klappe. Ach so, ja, ich bin euch allen dankbar dafür, was ihr leistet. Und einen ganz dicken Kuss an Julie. So. Sommer 37 wird auch gegrüßt, Jens, Sonnyboy 2020. Ach, was wir hier alles weggrüßen, sag ich dir. Ja. Hier einer wird, nach dem anderen wird hier weggegrüßt. Und Abstrakt wird auch gegrüßt. Und der Johnny, die Carina, die Mandy, die Mandy 79, ganz wichtig. Nee, Moment, sie heißt Blume, Herz, Einhorn, Mandy 79, Einhorn, Herz, Blume. Genau. Und die grüßen dich auch alle zurück, Christian. Und Marco grüße ich natürlich, den Marco. Danke, ja. Ja, Christian, ist aber schön, dass du da so aktiv bist gerade. Ja, also ich bin also total Wahnsinn. Ja, also man kann. Grüßt du auch mal jemanden? Gordon, dich habe ich gegrüßt. Sorry, meine Community, die drehte gerade. Zeig doch gerade mal hier bei uns in die Kamera rein. Das, guck mal, das ist jetzt hier so die Community, die dann irgendwie gerade sozusagen irgendwas. Naja, egal. Ja. Ich merke, dass ihr riesen viel Spaß habt da vor Ort. Wir haben richtig Spaß. Wir haben richtig Spaß im Gegensatz zu dir, weil wir haben hier auch Getränke am Start. Natürlich antialkoholische, weil wir sind ja im Auto. Nee, und ich trinke seit über 4 Wochen nichts mehr. Ja, auch noch. Aber Wasser und so. Ja, Wasser, ja klar. Also man kann den Ole, der aus dem Sauerland nach Berlin gegangen ist, wegen Fernsehen, kann man auch jetzt noch im Livestream verfolgen. Ja, genau. Und er singt. Ich versuche das Ganze hier journalistisch aufzuarbeiten. Merkst du das, Sascha? Ja? Ich gebe mir hier Mühe, der Sache einen redaktionellen Touch zu geben. Christian, hör mal ganz kurz zu. Ja. Du kannst mir die Nudel putzen. Schalalalalalalalala. Mütze, Glatze. Schalalalalalalalala. Sorry, ich habe gerade in meinem Stream ein Mikro geschenkt bekommen. Und das heißt, dass ich singen muss. Okay. Ja, tu dir keinen Zwang an, ja? Also. Ja, freu dich mal, wenn eine Krone kommt. Aber Christian, frag doch mal journalistischerseits irgendwie etwas über die Auftritte. Komm, hau mal was raus. Okay. Genau.
Mallorca. Ihr wart auf Mallorca. Sascha hat ja eben ganz kurz und knapp mit wenigen Worten erklärt, wie ihr euch kennengelernt habt. Ja, so wie Sascha das immer macht. Ja. So. Ja. Du hast dann einen Auftritt gehabt. Wo warst du denn auf Mallorca zum Auftritt? Da war ich, also der Megapark ist ja getrennt. Einmal ist oben der Megapark und unten ist die Mega-Arena. Und ich bin unten aufgetreten. Okay. In der Mega-Arena. Okay. War das dann, warst du da Hauptact oder war das ein, sag ich mal, ein Auftritt von mehreren Künstlern oder wie muss ich mir das vorstellen? Es sind noch am selben Abend die Autohändler aufgetreten. Ich bin, glaube ich, um 10 Uhr aufgetreten und die um 12 Uhr. Es war auf jeden Fall so 2 Stunden versetzt. Und da war WM zu dem Zeitpunkt. Ja, da hat Russland gegen Kroatien hat da gespielt. Ja. Russland gegen Kroatien, Elfmeterschießen, Verlängerung, der ganze Käse. Genau. Und das Problem war ja gewesen, dass es Ewigkeiten ging, weil Verlängerung und Elfmeterschießen halt ein bisschen dauert. Und in dem Moment, er steht halt da und wollte halt auch zu seinem Auftritt und hin und her und hat gewartet. Und dieser Modric macht die Hütte nicht und es geht alles weiter und so. Ne? Genau. Ja, und dann irgendwann war das Elfmeterschießen zu Ende, da war irgendwie 4 Uhr morgens gefühlt und dann kam der Auftritt von Ole. Genau. Und es hat gut funktioniert alles, Gott sei Dank. Okay, und da bist du mit deinem Weltkracher, mit deinem sozialkritischen Werk Putz mir die Nudel. Nein, du kannst mir die Nudel putzen, so rum. Genau. So rum, aufgetreten. Genau. Ich sag mal, wenn wir jetzt hier so beim lyrischen Trio wären, würde ich dich jetzt fragen, was möchte der Künstler mit diesem Lied ausdrücken? Da musst du mir mal mein Musikvideo angucken. Es geht tatsächlich einfach nur um die Schwimmnudeln. Okay. Natürlich. Selbstverständlich. Also, sag ich mal, so eine gewisse Zweideutigkeit ist vollkommen unbeabsichtigt. Absolut, natürlich. Absolut. Das hast du vollkommen richtig gesehen. Ja. Auf welche Schwimmgeräte oder andere Alltagsgegenstände willst du denn zukünftig musikalisch eingehen? Was ich jetzt demnächst vorhabe, du möchtest wissen, wie mein nächster Song aussehen wird? Korrekt. In diesem Song... Darf man das schon sagen? Weiß ich gar nicht. Partylieder, oder? Ja, so, nennen wir es mal, es wird wieder ein Partylied sein, was hoffentlich gut ankommen wird. Okay. Und jeder kann es auf jeden Fall mitsingen, egal wie betrunken er ist. Oder nüchtern? Nüchtern klappt das auf jeden Fall. Betrunken besser. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich trinke ja keinen Alkohol mehr. Nein, natürlich nicht. Ich trinke keinen Alkohol mehr. Okay. Das war jetzt nicht ironisch gemeint, ausnahmsweise. Okay, dann bin ich jetzt zufrieden. Okay. Auf jeden Fall ist es so, dass es weitergeht mit Ole. Genau. Er wird weiter Musik machen und es wird ja im April kommt ja dann das Buch raus. Genau. Deswegen haben wir uns ja hier auch getroffen und wir arbeiten gemeinsam an dem Buch. Und ich unterstütze ihn da so ein bisschen, weil ich bin doch hier der Typ, ne? Verstehst du, Christian? Der Typ, der auf jeden Fall der mehr Ahnung von Büchern hat. Ja. Der Schreiberling. Der Schreiberling bin ich. Ich bin ja der Schreiberling sozusagen von Berufswegen und unterstütze den Ole dabei bei der ganzen Sache. Genau, damit ich da auch alles in richtige Worte fassen kann. Okay. Also, so ist. Du hast keinen Ghostwriter, den wir jetzt mal Sascha nennen oder so? Ja? Nein. Nee, Ghostwriter ist eine ganz andere Aufgabe. Nee, das habe alles ich geschrieben. Ja. Die Geschichte. Ja. Also es wird eine Geschichte sein? Eine frei erfundene Geschichte oder die Geschichte über Ole? Nein. Also mein richtiger Name, mein gebürtiger Name ist ja Falco. Und ein Teil von meinem Leben wird eine große Rolle in dem Buch spielen. Wenn du geil bist, kannst du Horror machen, aber nicht so. Nicht in Bezug auf das Buch. Entschuldigung, warte mal. Wenn du geil bist, machst du Horror. Ja, ich mach dann irgendwie so ein bisschen Horror. Deswegen kommt auch der Begriff im Englischen horny. Ja. Oh Gott. Na. Okay. Ja. Mach mal Musik und wir kommen gleich mit dem Thema rein. Das ist der Knaller, pass auf. Okay, alles klar. Bis gleich. Tschö. Hallo. Und gute bei Schoki Banuki aus den Studios von Radio Rheinwelle. Ole, Sascha, wo seid ihr? Wir sind noch mal in Berlin. Huch. Ich habe ein Einhorn geschenkt bekommen von Freaky. Freaky, danke. Ich streame nebenbei, tut mir leid. Ja. Freaky hat ein Einhorn geschenkt bekommen. Nach Berlin sozusagen. Wir sitzen hier in Kreuzberg, irgendwo auf dem Parkplatz, weil wir noch unterwegs waren. Okay. Und jetzt sind wir
im Radio. Live, Hammer. Und im Livestream. Ja, ich wollte dir noch eine Geschichte erzählen. Pass ja, hau rein. Wir waren auf Malle und der Ole ist ja aufgetreten. Das ist richtig. Und das Geilste war eigentlich, die Schlange beim Selfie machen, signieren oder was. Signierst du eigentlich auch? Ich habe ein Schloss von Freaky bekommen. Hammer. Ein Schloss von Freaky. Also, Freaky, halte ich mal für einen Augenblick zurück, weil ich möchte was erzählen. Pass auf. So, sonst rastet er mich ja noch aus. Du hast gesagt, dass Ole Selfies signiert hat. Wie muss ich mir das vorstellen? Nein, Sascha? Ich habe gefragt. Hast du nur Selfies gemacht oder hast du auch signiert? Oder signiert. Kann beides sein. Also er hat unterschrieben irgendwas irgendwie auf irgendwelchen und Selfies gemacht. So, ja. Das Ding war, die Schlange ging von Ole bis nach Timbuktu. Mhm. Also nicht meine Schlange. Nee, nicht seine Schlange aus der Hose, sondern die Schlange von Leuten, die dann entsprechend da Selfies machen wollten. Mit okay, ging okay. Bis nach Timbuktu. Und man bemerke, dass ich den Ole 3,5 Stunden vorher noch nie gesehen habe. Mhm. Und auf einmal bin ich mit dem da in diesem Laden und die Leute stehen an, um Selfies zu kriegen bis nach Buxtehude Ost. Timbuktu, Buxtehude Ost, okay. Ja, genau. Mhm. Und ich habe echt gedacht, was ist denn hier los? Was ist denn, das gibt's doch überhaupt nicht. So, und so habe ich mich ja aufgeregt an dem Moment. Nee, aber positiv. Ja? Okay. Und, war echt überrascht gewesen, was da alles abgeht. Und ich bin auch mal, ich hatte auch mal die Cam dabei und bin dann halt wirklich diese Schlange abgelaufen. Und es war ein Halbmarathon. Ja, das weiß ich nicht. Ich weiß auf jeden Fall noch, als das dann zu Ende war, ich hatte ja richtige Bammel vor dem Auftritt. Und der Sascha sagte am Ende zu mir, Falco, ich würde mal sagen, alles richtig gemacht. Ja, da hat der Alkohol aus mir gesprochen wahrscheinlich. Ach so. Also ich weiß es nicht mehr, es kann sein. Hast du gesagt. Aber ja, also ich sage ja viel, wenn der Tag lang ist, merkst du ja. Ja, ja, auf jeden Fall. jetzt gerade. Ja, und das war echt ein krasses Ding, wo ich gesagt habe, Mensch, hammermäßig, so wie der Dieter sagt, hammermäßig, wie die Leute da angestanden haben. Also muss man mal irgendwie gesehen haben. Also Prince und Michael Jackson hatten nur knapp weniger. Oh, eine Krone. Jetzt musst du wieder was sagen. Ja, Achtung. Pass auf, ich muss was sagen, ich habe eine Krone geschenkt. Ja, hau rein. Sag mal, hörst du den Sound? Hörst du den, ja, Christian? Das kann losgehen. Bitte nochmal eine Krone schicken. Komm, wir machen es jetzt richtig, liebe Community. Pass mal auf, komm, einmal eine Krone schicken. Ja, jetzt müssen wir auf die Krone warten. Jetzt müssen wir auf die Krone warten. Weil ich ein König geworden bin, der seinen Thron besteigen musste in seinem Stream, um den Top-Streamer-Button mit der wahrscheinlich besten, sozialsten, aber nicht der stärksten Community zu bekommen. Deshalb habe ich bei aufgehört. Amen. Ja. So geht's. Christian, nur mal, damit du so ein Bild von hast. So geht es den ganzen Tag hier. Okay. Das geht halt, wir haben uns getroffen um 14 Uhr heute hier. Ja, mittlerweile ist es fast 21. Und es geht den ganzen Tag so. Na, es ging nicht den ganzen Tag so. Das machst du jedes Mal, wenn du da eine Krone geschickt bekommst. Jedes Mal, wenn du eine Krone kriegst. Genau. Jedes Mal, wenn du ein Einhorn, dann muss er die Hose ausziehen oder so. Genau. Ja, und ich habe natürlich, eine Frau habe ich schon gefunden übrigens. Ne? Mhm. Das wollte ich dazu auch noch sagen. Die Prinzessin. Ja, ich esse mal Schokolade. Jetzt, okay, jetzt muss man zu dem Stream, ja, dass die Hörer hier auch draußen im Rhein-Main-Gebiet wissen, was da ist. Du machst diesen Stream. Und gibt es da feste Zeiten oder wo kann man dich da verfolgen oder wie komme ich da hin, dass ich... Ein Panda gekommen. Ein tanzender Panda. Ein tanzender Panda. Ja, dass die Leute auch tanzende Pandas, Kronen und Einhörner schicken können. Genau. Ja, ja, das können sie. Ich bin eigentlich fast jeden Tag am Stream. Okay. Außer wenn ich bei meiner Freundin bin, da nicht so. Und sonst eigentlich, das erzähle ich immer privat, wo ich das mache. Ah, okay. Ja, ich will den Christian nicht privat treffen wollen an deiner Stelle. Nein, ich meine, Telefon gibt's ja auch noch. Nee, würde ich auch nicht machen. Christian ist ein Stinkstiefel, bringt nichts. Ach so. Ja, hat keinen Wert. Also den willst du privat echt nicht kennenlernen. Ich bring Shampoo mit. So ein Vollhorst, der Typ, ehrlich. Aber Christian, weißt du, was ich cool finde? Nee. Die Sendung heute ist inhaltlich wirklich
die hochwertigste Schoki-Banoki-Sendung, die wir je gemacht haben. Die wir seit Jahren gemacht haben. Ja. Wir machen seit 10 Jahren Schoki-Banoki, ja. So nebenbei. Ne? Mhm. Seit 10 Jahren machen wir Schoki-Banoki. Und wieder, guck mal, jetzt wieder, da ist wieder eine Krone, guck mal. Hammer. Weil ich ein König geworden bin, der seine Top-Streamer-Button von seinem, keine Ahnung, ich habe einen Hänger. Auf jeden Fall das Wichtigste, was ich gerade vergessen habe, die passende Prinzessin habe ich schon gefunden. Amen. Hast du öfter einen Hänger? Also ich meine so zwischen den... Nee, ist okay. Also gut. Also wir machen seit 10 Jahren, machen wir Schoki-Banoki. Ja? Ja. Und es ist so krass, wie inhaltlich hochwertig die Sendung heute geworden ist. Weil, das kannst du gar nicht vorbereiten, ne? Hammer. Düpp, 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 düpp. Was auf Malle war, das bleibt für immer da. Düpp, 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 düpp. Entschuldigung, Christian, ich weiß, du denkst, wir haben sie nicht mehr alle. Nein, du hast wahrscheinlich gerade ein Mikrofon bekommen. Ich habe gerade ein Mikrofon bekommen, ja. Ja, Hammer. Ja, dann lasst ihr euch noch einen Moment streamen und spiele dann auch für die Community von Ole ein Lied hier von Sascha und meiner favorisierten Band The Morning Pines. Ja. Die Schoki-Banoki Haus- und Hofband, die Morning Pines mit Frankfurt. So, und jetzt die Ole-Community genau zuhören. Ja, hier genau kommen die Morning Pines. Saugeiles Lied. Ja. Saugeil. Bis gleich. Ja, tschüss. Sag mal, meinst du, ist er angepisst? Der Christian, der ist immer angepisst. Eigentlich ist der Christian so der größte Penner von allen. Ich glaube, der hat sich schon auf Sendung. Oh ja, stimmt. Richtig, ihr seid schon auf Sendung. Verdammt, oh ja, richtig. Hier bei Schoki-Banoki. Sascha, du kannst nicht mal. Ja, genau. Hallo Ole, hallo Sascha. Ja. Hallo Christian. Hallo Christian, Mensch. Ja. Sascha, du kleines Arschstädtchen. Komm du wieder zurück ins Rhein-Main-Gebiet. Ich bin wirklich so froh, dass ich so einen wirklich sehr eloquenten und tollen Partner habe, zuverlässig, wie der Christian. Ja, ja. Weil ohne Christian wäre das mit dem Schoki-Banoki gar nicht denkbar. Also macht euch, alle, die draußen zuhören oder auch mit beim Stream sind vom Ole, macht euch mal den Spaß und guckt euch mal Sendungen an, wenn Sascha hier an der Technik sitzt. Ja, das ist Aufregendes, wenn ihr so einen Technik-Legastheniker hier sitzen seht, ja. Genau. Jetzt müssen wir mal sagen, wenn jetzt jemand fragt, wo kann man denn die Videos von Schoki-Banoki sehen, das ist nämlich bei Schoki-Banoki New Television im YouTube. Da sind, da kann man natürlich die Videos sehen, die wir mit dem Radiosender Radio Rheinwelle gemeinsam. Richtig, hier aus den Studios von Radio Rheinwelle. Ja, ja. Genau. Ja, so. Was macht ihr denn jetzt heute noch, wenn ihr da so im Auto sitzt, streamt? Eine Frage, was machen wir heute noch? Also ich würde sagen, ich werde gleich irgendwann nach Hause fahren, werde mit meinem Hund rausgehen, werde die liebe Julie anrufen und streamen. Ja, und ich fahre nach Potsdam heute noch. Was machst du in Potsdam? Ich habe in Potsdam was laufen. Ah. Was, die Nase oder was? Ja, die Nase läuft mir in Potsdam immer. Genau. Ja. Ole, du musst doch wissen. Nein! Was ist denn das? Ich hab ein Kreuzfahrtschiff bekommen! Ein Kreuzfahrtschiff bekommen! Und jetzt? Danke, Mantorok! Danke! Das ist der Hammer! Danke, von Mantorok heißt der. Von Mantorok. Mantorok, hier, ich weiß Mantorok. Nicht, was es bedeutet, Christian, aber es ist was Großes! Mich reißt doch auch mit! Ich kann doch auch nichts machen! Ich glaube, er checkt gar nichts. Ne, Christian ist total Banane. Na, also, keine Ahnung. Ein Kreuzfahrtschiff, Mensch! Ein Kreuzfahrtschiff, Christian! Das musst du dir mal auf der Zunge vorstellen. Aber es gibt auch noch eine Yacht und das Kreuzfahrtschiff ist aber noch mal größer. Da ist mehr Platz, weißt du? Ja. Ich kann meiner Freude keinen Ausdruck verleihen, so aufgeregt bin ich. Genau. Ja. Du bist ja eher so der emotionale Buddha. Ja, ja. Ach Gott, ich bin total aufgeregt. Ich habe einen Puls. Und komm, ein Fuchs! Ein Fuchs! Ein Fuchs! Ein Fuchs! Hammer! Ein Fuchs! Mit einem Handy in der Hand, hast du es gesehen? Ja, das war... Alter! Wie geil ist das denn? Was, der Fuchs hat ein Handy in der Hand? Der hat ein Handy in der Hand! Das sah aus wie meins! Boah, was ein geiler Fuchs! Mit einem runden Schwanz, der sah aus wie du, Ole! Moment mal, ich habe keine rote Rakete. Nein! Guck mal, jetzt gab es eine Aubergine. Eine Aubergine, naja, also, das geht ja noch. Oh! Champagner. Champagner. Ich freue mich. Ich finde es so interessant. Leute im Rhein-Main-Gebiet sitzen vom Radio, hören euch beiden zu, wie ihr ausrastet. Das ist ein Kreuzfahrtschiff! Ja. Das ist geil. Ja. Jetzt, mal gucken, was jetzt zum Abschluss noch irgendwie was noch. Irgendwas Geiles genau. Noch zum Abschluss. Eine Unterwasserwelt! Christian!
Was? Mitten in Berlin-Kreuzberg ist eine Unterwasserwelt erschienen. Du musst dir das mal vorstellen. Hammermäßig. Ich krieg's nicht, ich krieg die Hosen nicht zu, ehrlich. Ich will gar nicht wissen, was der gerade denkt von uns. Boah, eine Unterwasserwelt. Guck mal jetzt hier. Ey, das ist, was ist das? Keine Ahnung. Das ist das Weltall. Das Weltall. Wir haben das Weltall gerade bekommen. Einfach so. Zacki, zacki von der Community. Und Porsche. Porsche. Warum schrei ich eigentlich so? Ja, weil du dich über den Porsche gefreut hast. Alter, ein Porsche. Aber ich wollte eigentlich. Gibt's auch. Und guck mal hier, Hamster. Hamster. Kennst du das? Christian, wenn du das sehen könntest, dir würde echt das Messer in der Hose aufgehen. Ein Kreuzfahrtschiff mit einem Hamster mit Handy. Nee, Fuchs mit Handy und alles Christian. In Kreuzberg. Alter, alles in Kreuzberg, mitten auf dem Parkplatz hier irgendwo. Und Pfirsich. Pfirsich ist jetzt nicht so. Ich versuche das Ganze mal zu einem geordneten Ende zu bringen. Ja, ich würde vorschlagen, alle, die jetzt sich fragen, ich meine, dass ihr ein Einhorn! Ich meine, dass Sascha nicht mehr alle Latten auf dem Zaun hat, das wissen unsere Hörer, ja. Aber wenn ihr jetzt so denkt, wer ist denn dieser Ole, ja? Also wer Ole noch nicht kennt, ne, googelt euch den Ole, versucht rauszufinden, was man über den Ole rausfinden kann. Ole, möchtest du noch was zum Abschluss sagen? Ja, bitte, liebe Zuschauer, wollte ich schon sagen, Zuhörer, denkt bitte nicht, dass wir sie alle nicht mehr beisammen haben. Also wir sind noch ganz klein. Wenn in der Satz sagen, Feuer! Ein Feuer! Christian! Ein Feuer! Aber denkt nicht, dass wir sie nicht mehr alle haben. Es ist ein Feuer. Im Ernst. Wir haben eine gute Hausratversicherung. Alles gut. Ja. Gut. Gut, Christian. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch beiden. Ja. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß im Auto bei Sascha. Ja, wenn jetzt ein roter Teppich kommt, dann rast ich ab. Ja. Viel Spaß. Und an die Community vom Ole, haut doch einfach vielleicht nochmal so ein Schiff raus, dass der Sascha noch einmal vollkommen ein roter Teppich, verliert. Irgendwas Geiles. Einhorn ist auch schön. Hammer. Ja. Ich sag Cheerio, Miss Sophie. Ich sag danke an Ole und Sascha. Bis zum nächsten Mal. Gute. Dankeschön, Christian. Hau rein. Ciao. Tschö. Das war Schoki Banoki Late Night. Wir würden uns alle freuen, wenn ihr uns ein Abo dalassen würdet und aktiviert auch die Glocke dabei, damit ihr eine Nachricht bekommt, wenn ein frisches Video online ist. Und Daumen hoch nicht vergessen, wenn euch die Sendung gefallen hat.